Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Green Hell. Jetzt musstest du kurz überlegen. Jetzt muss ich kurz überlegen. Zusammen mit Christian und Sinan. Hallo. Guten Tag. Ja, wir sind immer noch im Dschungel verschollen, haben keine Ahnung, was wir machen. Das übliche halt. Ich baue gerade ein Beet, weil wir noch eine neue Fruchtsorte anbauen wollen. So. Dann muss ich denn die nämlich sammeln. Jetzt habe ich Samen gekriegt. Die da rein. Und dann nehmen wir gleich noch fünfmal Dünger. Also ich muss sagen, für die Pflanzen ist das eigentlich ein guter Ort mit so viel Regen. Wann kaufen wir uns eigentlich den ersten Traktor? Wird doch mal irgendwann Zeit, oder? Will aber ein Johnny. Das sind Treon. Den Ich Thorion? glaube, hier ist Den ein Thorion, Leopard das gerade. ist ein Mähdrescher. Da kommt gerade ein Mähdrescher angerannt. Ich habe was in Begleitung. Was? Ist Eine da einer? Raubkatze. Was? Tisha! Dieser. Tisha! Nüffier. Erstmal kokoslos vor Angst fallen lassen. Wo ist er? Ich hab's nur brüllen gehört, hinter mir richtig grummeln. Kann auch eine Wildsau gewesen sein. Nee. Nee, Hört ihr's? Ah, hier vorne ist er. Ah, ich sehe ihn, ja. Oh. Ah ja. Gut. Okay. Ein Schuss. Perfekt. So. Jetzt gibt's lecker Tisha-Fleisch. 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 Wollt ihr es lieber getrocknet, gekocht oder in der Suppe? getrocknet. Ist super. Ja. Ich mag mein Tisha getrocknet. Getrockneter Tisha. Getrockneter Tisha. Warum sind wir alle so durch? Ich weiß es nicht. Ich habe schlechten Shit geraucht, glaube ich. Nee, der Shit ist im Blumentopf. Oh Mann. Ach so, unser Co-Spezialist, das stimmt ja. Fittisch ist. Und kämpfe gerne mit Tausendfüßlern. Ja, echt. Ja, aber Leute, so läuft's eigentlich immer bei uns. Oh, ich sollte schlafen. Oh. Ich nehme mal ein Bananenschlafbad. Essen sollte ich, glaube ich, auch wieder Ein mal. Schlafbad? Was ist ein Ich weiß es Schlafbad? nicht. Das kenne ich Was auch noch soll nicht. das? Ich habe gehofft, Schlafbad. es fällt niemandem auf. Zu spät. Ja. Und das noch in der Aufnahme. Ja. So, muss reichen für heute. Dann. Hat jemand Nüsse? Was für Nüsse? Mein Körper will Nüsse haben. Komm Dass gleich die zum Schlafen. fehlen. Wow. Kann man eigentlich Ameisen mit Ameisenhaufen was machen? Bestimmt, der ist doch nicht umsonst dort, oder? Ja, denke ich Im auch. Kochen oder so. Ameisensuppe oder so. Ja, nee, der muss irgendeinen Zweck haben. Ja, vielleicht einfach Mobbing, das könnte auch sein. Auch möglich, ja. Ja. Urwald-Mobbing. Hier, Nüsse. Oh, ich höre Stimmen. Stimmen? Wenn der Wald schon anfängt zu mobben, gell? Genau.
Ah, Tierexkremente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das stimmt mit dir nicht. Ich bin halt der Scheißeflüsterer. Co-Spezialist, sag ich doch. Ja. Ja, auf jeden Fall bist du kein Scheißkerl, also von daher passt ja. Ich danke dir. Oh. Bist ein Guter. Ja. Der Gute mit der Rute. was wollte ich jetzt? Nüsse essen, ne? So. Was fehlt denn noch? Alles. Fleisch können wir auch noch essen. Dann müsste mal für den Moment passen. So. Ja, aber unser Häuschen sieht eigentlich ganz schick aus. Ja. Bin ich zufrieden. Was war das? Was wollte ich denn jetzt? Ah, duschen wollte ich. Ich bin wieder drei schmutzig. Zeit. Drei schmutzig. Ich bin drei schmutzig, ja. So. Und wir haben immer noch keine Kohle, oder? Nope. Dann bringe ich dir mal das unser Kohlehersteller in Gange. So. Du. Christian, beschwörst du Früchte? Bitte? Beschwörst du Früchte? Ja. Okay. Na, schau mal, da kommen die Pilze wieder zum Vorschein. Ich war gerade sammeln überall. Das verdirbt nur, wenn du das dahin legst. Das ist ein bisschen scheiße. Aber Platz. Irgendwie könnte man, glaube ich, seinen Rucksack optimieren. Mit V oder so. Oder X. Irgend sowas. Wunder. Mehrere Ebenen wäre nicht schlecht. So, Kohle ist in Produktion. So, jetzt bin ich schon wieder schmutzig. Unglaublich. Alle Schalen Wasser leer hier. Nee, die anderen sind noch voll hier. Welche? Ich habe gerade eben vieles leer gemacht, weil ich die Kokosbidons gefüllt habe. Irgendwas muss man doch mit diesen Großkatzen-Reißzähnen machen können, oder? Weißt du, ja, irgendwelche Schnitzwerkzeuge wahrscheinlich. Eine Kette wäre cool. Ja, genau. Bestimmt. Wollen wir vielleicht nächstes, also diese Aufnahmesession nicht mehr, aber in der nächsten Aufnahmesession mal ein bisschen auf Erkundung gehen? Dann kriegen wir bestimmt auch Dosen. Oder Erz? Was? Dosen? Dosen, ja. Ach so, ich habe Soßen verstanden. Dosenbier saufen. Löwenbier saufen. Was? Das ist auch echt legendär. Ja. Löwenbier saufen. Jo. Also leere Gussform, das muss mir mehr noch mal einer erklären, wie das geht. Weißt du nicht? Ja, so einen Lehmziegelstein kannst du da nicht reinsetzen. In Gussform. Leere Gussform. Hä? Cool.
Also du kannst entweder eine kleine Tonschüssel bauen mit 50 Wasserinhalt, eine große Tonschüssel mit 100, eine Tonflasche mit 120. Oh, und dann fängt es wieder an mit kleiner Tonschüssel. Hab's. Was denn? Leere Gussform. Wo? Der ist auch im Buch, oder Nee. Haben Lehmziegelstein gesammelt. was? Ah, cool. Drei Stück gibst. Aus einem. Okay, das ist cool. Wir haben uns ja vorhin gefragt, dann dachte ich, mach mal. Ja, klar. So, bringen Sie mit. Hast du noch eine? Nee, hier braucht man, ne? Ja. Ich mach schon. Da wird ein Stein sammeln. Okay, dann können wir einen großen Tontopf. Oh nein. Was? Müde geworden? Sandborn, lieber Da ist die Sandborn. Treppe runtergefallen, alter Mann. Ja. Okay, gut, jetzt ist halt die Frage. Ich würde sagen, wir machen auch direkt eine große Tonschüssel, oder? Mit 100 Wasserinhalt. Oder? Für Was was? sagt ihr? Also können wir zum Beispiel drunter stellen, das fürs Wasser und so. Statt Ja. dem Topf, den wir jetzt haben, können wir eine große Tonschüssel drunter stellen. Ja, aber können wir keine Metallwaffen herstellen? Ja, doch, aber jetzt noch nicht. Also. Hast jetzt eine gemacht? Ja. Können wir nämlich schon Was? mit dem hier austauschen? Dann kann man den ans Feuer stellen. Ah, geht gar nicht. Geht nicht? Naja, kann ich nicht runterstellen. Aber stell den ans Feuer vielleicht. Ich kann ja auch nicht mehr aufsammeln, oder? Hier kann mal jemand ein Stück Fleisch essen. Kann ich was Gerne. Neues aufhängen? Eins ist gerade fertig. Oh, ey. Bei mir sieht es gerade knapp aus. So, ich habe noch Ans halb da. Feuer. Geht das? Ja, das geht. Zum Kochen. Cool. So eine Flasche. Das ist aber geil. Finde ich auch. Aber dann muss man sicher noch irgendwie so wie so ein Amboss oder so machen. Das kann sein. Also, soweit bin ich jetzt auch noch nicht. Wir hatten hier die Seile einfach auch hingeschmissen. Ah ne, das wird effektiv mit der Gussform wird das gemacht. Also mit dem kleinen Schildchen, was da oben ist, oder was? Ja ne, du nimmst dann Metall und Gussform und stellst dann eigentlich so was her. Okay. Also gehe ich jetzt davon aus. Wenn ihr noch drei Kohle habt, wäre super, weil dann kann man nämlich da In oben der den. Truhe ist noch Kohle. Dann kann man nämlich den Filter schon mal aktivieren. Ich glaube, man braucht drei große Steine. Sind doch in der Kiste, oder? Ja. Was, drei große Steine? Ja.
hab doch hier schon einen hingelegt, wo ist er? Könnte mal regnen, ich habe Brand für eine Bergziege. Ach lol, warte mal, stimmt. Wir müssen die große Turnschüssel erst brennen. Ach so, ja. Ja, das ergibt doch Sinn. Ja, wird gerade gebrannt. Und dann kann man so wahrscheinlich drunter stellen. Vermutlich. Könnte einer mal eben den Regentanz machen? Dann wieder? Hey ja, 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 hey ja. Vielleicht nützt wie letztes Mal. Und? Oh, es kommt. Es geht. Also können wir uns auf jeden Fall ein paar Tonschüssel herstellen. Nicht sehr gut. Den Topf können wir oben dann lassen zum Kochen, das sollte reichen. Kann jemand Einstein? Was, Einstein? Einstein, ja. Einstein? Ich hab 6 Stein. 6 Stein? Eckstein. Eckstein. Eckstein, Eckstein. Alles muss versteckt sein. Oder einen großen Stein, wenn du den noch hochbringen könntest. Ja. Runter. Wieso liegt hier ein kleiner Blätterhaufen? Zwischengelagert. Okay. So, wo brauchst du den denn? Da, im Filter. Achso. Weggucken, ich bin schüchtern. Danke. Yay. Jetzt darf's regnen. Jo. Ich bin mal gespannt, wie viel Wasser dann am Schluss hier drin ist. Ja. Ein paar Tropfen sicher. Geh, also wenn du gerade nichts zu tun hast, kannst du ja schon mal gerade ich lese ein Buch. Lehm holen, dann kann das gleich schon mal bearbeiten. Und dann ein Blitz ist. Kam. Was? Was willst du bearbeiten? Dass wir hier die Tonsachen noch herstellen können. Na, schau mal, wir haben eine Indoor-Dusche. Oh, siehst du das nicht? Ach so, ja. Ist halt die Frage, machen wir uns jetzt Flaschen oder machen wir erstmal noch so eine große Tonschüssel? Dann mach doch noch eine zweite Tonschüssel. Wie viel Lehm brauchst du? Ja, halt eins für da oben, dass wir dann wieder machen können. Ja, wir haben hier unten noch ein ganzes Beet, weißt du? Aber müssen wir halt nie so weit laufen, wenn das hier oben schon fertig ist, weißt du? Darum ging es mir halt. Ja, wir haben hier unten noch ein ganzes. Brauchst du Ding? Gussformen. Ja. Wie viele Gussformen dürfen es denn sein? Also ich brauche für jetzt noch eine große Tonschüssel. Warte mal. Ich mache jetzt noch mal eine große. Ja, 3 Stück. Das ist ja voll. Bitte? Das ist ja voll. Was ist voll? Unten. Kann ich gar nicht mehr reinmachen. Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Hier die. Was ist das Ding? Jetzt ist sie wieder leer. Ach so, du meinst die Töpferei oder was? Ja, genau. Nee, die war eigentlich nicht voll. Ja, bei mir hat sie voll angezeigt. Jetzt ist sie wieder leer. Ach so.
Haben wir da oben noch Platz für eine Kiste? Ja, bestimmt. Ja. Wir haben kein Wasser mehr. Nee, und es regnet irgendwie gerade nicht. Ja. Ja, meine lieben Freunde, das war's aber auch wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich am Nägel. Ja, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Wieder heißt Christian kommt aus dem Wald. Nee, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen und ein Abo da. Und natürlich die Glocke nicht vergessen. Und bis dahin sage ich tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüssi.